Hallo allerseits und schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, ich mache heute mal etwas ganz Neues auf, ja, was für bei mir jetzt noch nicht so bekannt war. Und das mache ich deshalb, weil wir jetzt über 100 Mitglieder, also ich meine die Abonnentenzahl, über 100 Abonnenten bei Bahninfos NRW haben. Ja, das ist etwas, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich habe jetzt eigentlich mich hier voll auf die Videos und so konzentriert und habe dann jetzt mal reingeschaut und gesehen, ja, dass schon die Gemeinschaft echt gewachsen ist und ich möchte mich sehr dafür bedanken. Ja, dass ihr mal wieder am Start seid und auch, ja, dabei seid, die Videos verfolgt, schöne Kommentare schreibt und ja, ich hoffe, ich kann euch natürlich weiterhelfen mit meinen Videos und die Inhalte sind informativ. Kritik und Verbesserung natürlich gerne in die Kommentare schreiben, so kann ich mich dann auch versuchen zu verbessern. Eine Sache noch, und zwar wurde ja öfters gesagt, oder es ist öfters der Eindruck da, dass ich ja frei rede, und das ist auch so, dass ich frei rede, weil ich das ja sehr, ich möchte natürlich sehr locker mit euch reden und wollte da jetzt nicht einen halben Tag dran sitzen. Ich wollte euch halt ja mal schnell auf das Neueste bringen. Und wenn ich jetzt mit euch privat rede, schreibe ich mir davor auch kein Zettel auf. Also deshalb, ich hoffe, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das nach wie vor so mache, das freie Sprechen, aber ich bin dabei etwas lockerer und ich hoffe auch, dass ihr damit gut klarkommt trotzdem. Ich weiß, es hört sich nicht so gut an, aber ja, wenn ich jetzt mit euch irgendwie privaten Gespräch führe, schreibe ich mir es davor auch nicht alles auf, Wort für Wort. Gibt welche, die es machen, wie bei den Nachrichten und so, aber ich finde, das muss jetzt nicht sein. Und deshalb habe ich auch vollstes Verständnis dafür, dass euch das ja aufgefallen ist. Und ich versuche natürlich klar und deutlich frei zu sprechen. Das ist bei mir immer noch so eine Schwierigkeit, dass ihr direkt alles verstehen könnt, weil ich möchte für euch ja auch nur das Beste. Und ja, aber sonst natürlich weiterhin Kritik gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Aber natürlich finde ich es schön, wenn die Kritik oder Verbesserung dann auch sachlich reingeschrieben werden. Ja, ich habe mir was überlegt, habe ich ja gesagt. Und zwar wollte ich ja euch etwas Neues mal zeigen, was ich bei mir jetzt auch nicht gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt in den letzten Tagen am 7.4.2021 mit zwei Bekannten von mir eine Bahnfahrt nach Emden gemacht. Und die ging hin über Düsseldorf und Essen und zurück ging diese Fahrt dann über Münster, Hamm und Hagen. Wir sind gefahren von Solingen aus und wie diese Tour abgelaufen ist und was wir gesehen haben, das zeige ich euch jetzt mal in diesem Video. Ich hoffe, es würde euch gefallen. Also es ist eigentlich so ein, ja, kleiner Bericht, ein kleiner Fahrtbericht, den ich mal gemacht habe. Weil wir auch etwas längere Fahrzeiten hatten, dann dachte ich, nutze ich doch die Fahrzeit mal, um euch mal ein bisschen mitzunehmen. Ich hoffe, es gefällt euch und ich wünsche euch natürlich viel Spaß weiterhin mit meinen Videos und meinen Beiträgen. Und ich hoffe auch natürlich, dass ihr weiterhin am Start seid. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. So, wir sind jetzt hier im Rhein-Ruhr-Express der Linie RE6 von Nation Express auf der Fahrt nach Minden. Wir steigen in Essen Hauptbahnhof dann aus und fahren dann weiter in Richtung Münster und fahren jetzt erstmal ungefähr 30 Minuten mit diesem Zug bis Essen, sind hier gerade in Düsseldorf auf Gleis 17 und heute außerplanmäßig zugestiegen. So, wir sind jetzt in der RE42 von der Deutschen Bahn nach Münster. Zug ist noch sehr leer, weil das ist hier der Verstärker, der hier erst in Essen losfährt. Und ja, in Essen war es ein bisschen hektisch. Wir haben noch ein quer durchs Land-Ticket gekauft und leider keinen Stift gehabt. Und weil die Deutsche Bahn leider keine Stifte ausgeben darf, mussten wir dann erstmal uns einen Stift suchen, haben im Reisebüro dann einen gefunden, aber finde ich leider sehr schlecht. 49 Euro gezahlt, trotzdem noch ein Rumrennen, um einen Stift zu suchen, finde ich jetzt nicht so schön, aber na schon, jetzt genießen wir die Fahrt nach Münster und steigen dann dort nochmal in Richtung
Emden um. Morgen, meine Damen und Herren, das DB-Regio. So, hallo allerseits, wir sind jetzt hier in Münster am Hauptbahnhof und fahren jetzt gleich weiter mit der RE15 der Westfalenbahn Richtung Emden. Wir schauen mal, vielleicht können wir sogar bis zum Außenhafen fahren. Aber wir schauen jetzt gleich mal, wie der Fahrtverlauf dann ist. Aber sehr wahrscheinlich fahren wir dann bis zum Außenhafen von Emden. Wir sind jetzt im RE15 und sind gleich dann in Geeste. Wir haben uns gerade mal besprochen, wie wir jetzt in Emden dann ja, die Zeit verbringen möchten. Wir fahren jetzt mit der RE15 direkt bis Emden Außenhafen mit und werden dann dort ein bisschen an diesem Halbmeer, Emsmeer, eine Stunde verbringen und werden dann mit dem Bus wieder Richtung Emden Zentrum fahren und werden dann dort auch noch ein bisschen Zeit haben, um uns mal die Stadt Emden anzuschauen. So, wir sind jetzt hier im Emden Hauptbahnhof und werden jetzt die Fahrtrichtung wechseln und dann in wenigen Minuten zum Außenhafen von Emden weiterfahren. Wir stehen jetzt hier auf dem Hausbahnsteig. So, wir sind jetzt hier in Emden angekommen und sehen auch schon die Ems, Emskanal. Hier ist so ein kleines Hafenbecken. Wir schauen mal, ob wir gleich ein bisschen mehr das Meer sehen können. Ja. Schiffe hupen hier, hinten ist eine Brücke. Bei Schiffverkehr wird diese Brücke dann halt für Autos, Fußgänger, Radfahrer geschlossen, aber jetzt gerade ist sie noch geöffnet. Hier sieht man nochmal das Meer, wo wir jetzt sind, in Emden. Und ja, ganz hinten ist da noch die Zerborkum, die Schiffe, die werden dann auch überall los. Und hier hinten ist das Seite. Ja, wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. So, wir sind jetzt hier in Emden an der Haltestelle Pumpstation. Wir wollten eigentlich vom Außenhafen, wie ich gesagt habe, mit dem Bus zum Hauptbahnhof wieder fahren, aber den musste man leider bestellen und das war uns nicht klar. Deshalb sind wir ein bisschen zu Fuß gegangen. Wir wollten eigentlich jetzt bis zum Hauptbahnhof zu Fuß gehen, aber da hier in 4 Minuten ein Bus kommt, ist das alles kein Problem.
Ja, wir sind jetzt hier wieder am Emdener Hauptbahnhof und versuchen jetzt gleich, wir fahren jetzt um 15.52 Uhr mit der RE15 der Westfalenbahn wieder bis Rheine sehr wahrscheinlich mit und in Rheine steigen wir dann sehr wahrscheinlich um. Hier gegenüber sehen wir noch einen Intercity 2, der als IC2430 nach Emden ankam und jetzt hier seine Endstation erreicht hat. Hinten auf der Abstellgleise ist auch noch eine Westfalenbahn, Flirt 3. Mal schauen, was mit dem passiert. Und ja, wir sind jetzt auch in der Doppeltraktion unterwegs. Und mal schauen, wie die Fahrt jetzt wird. So, ich melde mich jetzt nochmal abseits der Tour. Hier seht ihr nochmal ein Bild der Linie RE15, mit dem wir wieder zurückgefahren sind nach Münster. Mir sind leider die letzten Aufnahmen verschwunden, deshalb sage ich jetzt nochmal so, wie wir weitergefahren sind. Wir sind dann bis Rheine mit der RE15 gefahren, die dann wegen einer Signalstörung im Bereich Leschede eine Verspätung von ungefähr 15 Minuten noch erhalten hat. Also in Rheine kam wir mit 15 Minuten Verspätung an. Wir sind dann aber mit dem pünktlichen RE7 von Nation Express weiter in Richtung Solingen gefahren. Ja, noch mal ein paar Anmerkungen, die ich ja falsch geäußert habe oder noch gar nicht gesagt habe. Ich habe ja gesagt, wer gut aufgepasst hat, wo wir am Meer waren, dass wir auf die Insel Borkum geschaut hätten. Das war nicht so. Wir haben auf die Niederlande geschaut, weil wir hatten gedacht, wirklich, wir schauen ins offene Meer. Dabei war das wirklich ja nur so eine kleine Bucht. Das könnt ihr euch auf Google Maps anschauen. Emden ist doch gar nicht so wirklich offene Meer. Das wussten wir, aber wir dachten, weil da wirklich nicht zu sehen war, jetzt ist es doch das offene Meer. Da seht ihr noch mal das Bild. Da hinten sind dann die Niederlande. Und dann noch was zum Thema des Quer-durchs-Land-Tickets. Meine beiden Mitfahrer sind mit dem Quer-durchs-Land-Ticket gefahren. Zwei Personen für 49 Euro. Und ich habe ja schon, ich meine, ich hätte erwähnt, dass in Essen, ja leider, weil man die Karten ja unterschreiben muss, überhaupt kein Stift dort ist. Und ich finde wirklich, wenn man jetzt eine Fahrkarte muss man ausstellen, dass man sie direkt benutzen kann und nicht noch 20 Minuten rumlaufen muss, für einen Stift zu holen. Also da muss man jetzt wirklich das mit dem Unterschreiben. Ich bitte auch an alle, die das wirklich dann kontrollieren in den Zügen, dass man da auch ein bisschen Verständnis aufbringt, dass man vielleicht keine Zeit hat, das zu unterschreiben. Wir hatten wirklich großes Glück, dass wir 25 Minuten Umsteige gezeigt hatten in Essen, weil wir waren kurz davor zu sagen, nein, wir unterschreiben jetzt nichts mehr, weil wir hatten alle die Schnauze voll und wir sind noch gar nicht richtig losgefahren. Und da war ich wirklich ein bisschen sauer auf die Verantwortlichen für die Fahrkarte. Und ich habe dann auch noch erfahren, ein Busfahrer in Emden hat uns dann noch gesagt, dass das Ticket sogar gar nicht für Busse und U-Bahn gilt. Da frage ich mich, wenn ich jetzt von Düsseldorf nach Berlin fahre und dann in die Innenstadt möchte. Ich fahre ja am Hauptbahnhof, endet ja nicht meine Reise. Ich möchte ja in die Innenstadt. Da muss man das Ticket ja ein bisschen flexibel machen, dass man auch in die Innenstadt kommt. Also bisschen Blödsinn, dieses Quer-durchs-Land-Ticket, wie das so schön heißt. Also da komme ich ja wirklich nicht quer durch. Und wirklich mit diesem, ihr müsst wirklich, denkt bitte dran, wenn ihr das Ticket kauft, nehmt einen Stift mit. Ich wollte es machen, aber ich habe es vergessen und wir haben es alle drei vergessen. Aber da muss man doch wirklich für sorgen, dass da neben dem Fahrkartenautomat ein Stift ist. Das verstehe ich wirklich nicht. Und da verstehe ich auch keinen Spaß dran. Also, wäre ich Fahrkartenkontrolleur, würde ich mich auch nicht wundern. Wir hatten auch noch einen davor, bevor wir es unterschrieben haben wollten überhaupt, weil wir in Düsseldorf das Ticket gekauft haben. Dann haben wir gesagt, dann unterschreiben wir in Essen, dann haben wir in RE6, der Kontrolleur von National Express meinte, ja, ihr könnt das ja dann unterschreiben, aber er hätte es, glaube ich, auch noch durchgelassen. Aber ich glaube, es gibt Kontrolleure, die sind halt knallhart. Sagt mir in meinem Bauchgefühl, dass nicht jeder Kontrolleur dort gesagt hätte, ist okay. Aber deshalb denkt dran, einen Stift mitzunehmen. Ich würde mir wünschen, dass man mehr Stifte an den Bahnhöfen hat, dass man dann einfach schnell in unter einer Minute unterschreiben kann. Kann ja nicht sein, dass das 20 Minuten dauert. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Seid mir nicht böse, dass ich das jetzt losgeworden bin. Ich bin das auch im Namen meiner Mitfahrer losgeworden, weil wir alle so gedacht haben.
Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, die Tour. Ihr könnt die Tour natürlich selber auch mal machen, würde ich sehr empfehlen. Es war ein bisschen windig, haben wir uns aber vorbereitet am Meer halt. Und aber würde ich sehr empfehlen, wirklich sehr schöne Tour. Wir haben leider wenig Zeit für die Innenstadt von Emden gehabt, weil wir unseren eigentlichen Bus nicht nehmen konnten. Aber wo wir, ich bin, wir sind da ja durchgefahren durch die Innenstadt, auch wirklich sehr schöne Stadt. Ja, schaut gerne in die Stadt vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann.